Hallo zusammen, willkommen zurück zur glücklichen Küche. Heute machen wir mit euch gemeinsam einen Schokoladenfinanzé. Das ist ein Kuchen, der hauptsächlich aus Eiweiß besteht. Warum machen wir den heute? Beim letzten Mal habe ich mir überlegt, wenn ich euch später zeige, wie man einen Crème Brûlée macht, ein Vanilleeis oder einen Nudelteig, da brauchen wir sehr, sehr viel Eigelb, aber kein Eiweiß. Aus diesem Grund machen wir heute diesen Kuchen, damit ihr schon mal wisst, das Eiweiß kann ich ja so und so verarbeiten. Dieser Kuchen ist total lecker, schön saftig, kommt mit wenigen Zutaten aus und ist zudem noch ganz, ganz einfach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe euch versprochen, wir brauchen nicht viel für diesen Finanzier. Ich zeige euch mal, was wir benötigen. Wir haben hier eine Prise Salz, 12 Gramm Kakaopulver, 12 Gramm Zartbitterkuvertüre, 80 Gramm Mandelgrieß, 150 Gramm Eiweiß, 150 Gramm Zucker, 50 Gramm normales Mehl, 405er und 150 Gramm normale Butter. Bitte nicht die streichfähige Butter benutzen, denn diese schmeckt einfach im Kuchen besser. Die werden wir gleich ein bisschen bräunen auf dem Herd, also erhitzen, eine Nussbutter herstellen. Die verleiht dem Finanzé ein besonderes Aroma. So, wir fangen mal an. So, ihr seht jetzt schon, ich bin jetzt schon dabei, die Butter zu bräunen, zu erhitzen. Wichtig für eine sehr gute Nussbutter ist das, dass man wirklich dabei stehen bleibt und dauerhaft rührt, damit es nicht zum Ansatz unten am Topf kommt und ungleichmäßig bräunt. Es muss schon schön unter Beobachtung gebräunt werden. So, ihr könnt sehen, es blubbert jetzt ein bisschen. Das Wasser aus der Butter verkocht jetzt allmählich und wir bekommen unsere Nussbutter. Das muss immer unter stetigem Rühren passieren, also nicht weglaufen. Ruhig auf höhere Stufe stellen den Herd, aber dauerhaft dabei stehen bleiben und im Topf rühren. Das ist ganz wichtig. Ich ziehe es jetzt auch schon runter, weil mein Topf hat die Hitze, die reicht aus, damit die Butter bräunt, nachbräunt. Es riecht wunderbar nussig. Warum sagt man Nussbutter? Das bräunt, das karamellisiert praktisch und dadurch riecht es nussig. Und das ist das Ergebnis, was wir haben wollen, eine nussig riechende Butter, aber auf keinen Fall eine verbrannte Butter. Das ist nicht das Ergebnis. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ihr könnt jetzt wunderbar sehen, es ist schön schaumig, es riecht wunderbar nussig, aber auf keinen Fall zu dunkel. So, ihr habt jetzt gesehen, wie einfach es ist, eine schöne Nussbutter herzustellen. Für unseren Kuchen können wir sie so jetzt noch nicht verwenden, da sie noch zu heiß ist. Das Eiweiß würde jetzt sofort gerinnen, wenn das zusammenkommt. Deswegen müssen wir die erstmal kalt stellen. Ihr könnt die entweder in den Kühlschrank stellen oder ihr lasst es im Raum auskühlen. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, wenn ihr den Finger reinhaltet, dass sie nicht mehr heiß ist. Ja, auch mir passieren Fehler. Ich habe euch vorhin gesagt, ihr sollt die Butter auskühlen lassen. Das ist auch richtig. So heiß, wie sie ist, wenn sie vom Herd kommt, ist sie viel zu heiß. Allerdings muss sie noch ein bisschen Restwärme behalten. Das heißt, wenn ihr euren Finger reinsteckt und ihr merkt, es ist noch leicht warm, dann hat sie auf jeden Fall mehr Temperatur als Körpertemperatur. Und dann können wir die Kuvertüre dort wunderbar auflösen. Das machen wir jetzt auch. So, die warme Butter, die Kuvertüre auflösen lassen. So, wir können jetzt sehen, wie sich die Schokolade nach und nach auflöst. Die sorgt auch dafür, dass die Butter ein bisschen runterkühlt. Jetzt machen wir weiter. Jetzt geben wir einfach alle anderen Zutaten dazu. Wir fangen mit dem Salz an. Das Kakaopulver. Das rühren wir jetzt mal leicht schon mal ein. Geben wir den Zucker dazu. Jetzt kontrolliere ich nochmal mit der Hand die Temperatur von meiner Buttermischung. Das ist kalt genug. Ich kann jetzt das Eiweiß dazugeben. Ich kann jetzt meine Mandeln darunter heben, drunter rühren. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtiger rühren. Ihr seht ja, ihr braucht nicht viel, ihr braucht keine Rührschüssel, ihr braucht nichts, bis auf einen Topf. Und als letztes geben wir jetzt das Mehl dazu. Jetzt muss ich einmal mein Gerät wechseln, meinen Schneebesen. Jetzt nehme ich einen etwas
massiveren, festeren Schneebesen. Könnt ihr auch von Anfang an so einen nehmen. Okay. Und jetzt sehen wir ja schon, dass es eine schöne Masse gibt. Okay, zu guter Letzt machen wir jetzt noch eine Sache. Wir nehmen einen Schaber und gehen nochmal unten am Boden vorbei. Ihr seht jetzt hier, ist so ein bisschen Schokolade noch gewesen. Vielleicht finde ich noch mehr. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich so macht, weil hier an den Rändern, da versteckt sich öfters mal Mehl, Zucker, eigentlich irgendwelche Zutaten, die dazugehören, die nicht richtig vermischt worden sind. Und dann stimmt natürlich auch die Rezeptur nicht mehr. Deswegen sollte man sich da wirklich die Zeit nehmen und das wirklich so machen, wie ich das hier zeige. So, das war's schon. Ganz, ganz einfach. Ihr habt's gesehen. Und viel brauchen tun wir dafür auch nicht. Kein Mixer, keinen Rührschüssel, nichts. Ihr braucht einfach nur den Topf und einen Schneebesen. Das stelle ich jetzt kalt, damit es ein bisschen fester wird. Ich sag mal so ungefähr für eine halbe Stunde, eine Stunde. Ihr könnt es aber auch schon so nehmen und abfüllen und erbacken. Das Beste bei so einem Finanzier ist, wenn er über einen Tag lang steht. Das heißt, wenn ihr die Masse zubereitet habt und stellt die so abgedeckt oder umgefüllt in eine Form, 24 Stunden in den Kühlschrank und backt sie erst dann. Dann reift das nochmal ein bisschen und geht noch viel besser auf und das Aroma wird viel besser. Ich backe das jetzt gleich für euch in einer Stunde. Mein Zeitfenster ist heute nicht ganz so groß. Aus diesem Grund werden wir das gleich zusammen probieren. Bis später. Jetzt haben wir hier die Masse. Ich habe jetzt hier so coole Backförmchen, die geben nachher so einen kleinen Kugelhupf. Da füllen wir das jetzt einfach mal rein. Ihr könnt das aber auch in x-beliebige Formen machen. Sogar auch in eine Tasse, wenn ihr die ausfettet, geht das auch. Ich fülle das jetzt gerade mal da rein. Bisschen flach klopfen, damit sich es ein bisschen setzt. Dann geben wir es auf ein Backblech und schieben das jetzt bei 180 Grad für ca. 10 bis 15 Minuten in den Ofen. Bei Heißluft, habe ich vergessen zu sagen, also nicht Ober- und Unterhitze, sondern Heißluft. Die Finanzier sind jetzt fertig gebacken, die holen wir jetzt aus dem Ofen raus. Der ganze Raum riecht schon herrlich danach. So sehen die jetzt aus. Die Probe mache ich immer mit den Händen. Ich fühle, ob der Teig schon wiedergibt, also ob er gar ist. Und der ist jetzt wunderbar auf den Punkt gebacken. Nicht zu lange, nicht zu kurz. Die lassen wir jetzt auskühlen und dann können wir sie stürzen. Wir sehen hier, wie herrlich aufgebrochen der ist. Wunderbar. Ganz vorsichtig umdrehen. Zack. Da haben wir unsere kleinen Finanzier-Gugelhüpfchen. Guckt euch das mal an. Schön, saftig, von außen richtig schön kross. Riecht wunderbar schokoladig. Mmh, total soft. Probier du mal. Und? Mmh. Lecker, oder? Richtig gut. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch was zeigen. Freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt von uns, dann abonniert gerne unseren Kanal. Bis bald. Tschüss.